den Teide. Doch heute ist es zu spät, um Teneriffas Wahrzeichen zu erstürmen. Und als wir uns am nächsten Tag zum Teide-Nationalpark aufmachen, erleben wir eine im wahrsten Sinn betrübende Überraschung. Kalima, das ist der Name für die Wetterkapriole, die den Kanaren zwei-, dreimal pro Jahr sandige Wüstenluft aus der Sahara beschert, die sich wie ein Smog über die Inseln legt. Es ist, als blicke man durch einen Schleier, der die Farben aus dieser Mondlandschaft absorbiert, die sonst in Schwefelgelb, Porphyrrot und Obsidian schwarz leuchtet. Die Luft steht, das Atmen fällt schwer, und doch findet man allmählich Gefallen an dieser eigenartig mystischen Stimmung. Wir durchqueren einen gewaltigen Vulkankessel mit 17 Kilometern Durchmesser, Las Cañadas genannt. Bizarre, karge Lavafelder, unter denen es immer noch brodelt. Denn Teneriffa liegt über einem sogenannten Hotspot, einer besonders heißen Stelle unter der Erdkruste. Die vom Wind geschliffenen Roques de García bieten üblicherweise eine Postkartenaussicht auf den Gipfel des Teide. Heute indes ist der Bergriese nur zu erahnen. Trotzdem, er bleibt unser Ziel, zumal sich der Gipfelsturm erst einmal recht bequem gestaltet. In nur 8 Minuten überwindet die Seilbahn fast 1200 Höhenmeter und katapultiert die Touristen in eine lebensfeindliche Umgebung auf 3555 Metern. Auf solcher Höhe ist Sonnenschutz oberste Pflicht, der man unter den mahnenden Worten unseres Führers Juan Carlos fleißig nachkommt. Wenn wir zu Fuß gehen, unser Herz arbeitet doppelt, weil hier die Luft ist sehr, sehr dünn. Deshalb geht es jetzt im Zeitlupentempo weiter. Noch sind es 163 Höhenmeter bis zum Gipfel. Das klingt nach nicht viel, doch hier fühlt man sich wie ein Dampfross. So schwer und so schnaufend. Eine kleine Rast ist hier oben kein Zeichen von Schwäche, sondern von Vernunft. Sauerstoff in Flaschen, das wär's jetzt. Zumal einen, endlich oben angelangt, Höhenluft mit Schwefelduft aus zahlreichen Spalten erwartet. Also hier auf dem Gipfel des Teide gibt es zahlreiche Spalten. Und durch diesen Spalten haben wir Wasserdamm, Kohlenstoffgase und sulfatische Aktivitäten. Zum Beispiel hier, das ist hier 90% Wasserdamm. Denn Teide ist kein toter Vulkan, es ist ein schlafender Vulkan. Und immer wieder erwacht er. Die Schilderung von dem bisher letzten Ausbruch 1909 an einer Flanke des Teide-Massivs lässt einen unwillkürlich schaudern. Der Gipfel selbst indes entpuppt sich als enttäuschendes Kraterchen, nur 18 Meter breit und ohne rotes Gebrodel. Und doch, auf dem mit 3718 Metern höchsten Berg Spaniens zu stehen, ist schon ein erhebendes Gefühl. Nur die sandgeschwängerte Luft der Kalima stört den Moment. Zu schade. Könnte man doch von hier bis zu all den anderen Kanareninseln blicken. Aber fehlt die Fernsicht, betrachtet man die Dinge eben aus der Nähe.